Montag sprach der Herr, es werde. Dienstag drehte sich die Erde. Mittwoch sah man in der Ferne Sonne, Mond und Silbersterne. Donnerstag hat Gott den Affen und den Ehemann erschaffen. Freitag man die Schlange sah. Samstag war die Eva da. Und zum Schluss, ganz zum Schluss, schuf der liebe Gott den Kuss, der noch niemals unmodern und ein Meisterwerk des Herrn. Darum küssen alle Menschen auch so gern.